Hi, cool, dass du wieder dabei bist. Wir sind frisch, fromm, frei, fröhlich nach dem Urlaub hier wieder angekommen. Und heute gibt es ein YouTube-Video zum Thema deines persönlichen Umfeldes. Also ich denke, dein Umfeld ist wahrscheinlich das größte Hindernis, was du hast, wenn es darum geht, dich selbstständig zu machen. Ich will dir eine Situation erzählen, die sich bei uns ereignet hat, ist noch gar nicht so lange her. Und zwar auch tatsächlich bei uns im Freundeskreis. Und zwar hat eine gute Bekannte von mir uns alle darüber informiert, dass sie in Zukunft etwas an ihrer Ernährung umstellen möchte, dass sie irgendwie unzufrieden ist, der Sommer liegt hinter uns und so weiter. Also es ist ein ganz anderes Setting. Und genau, sie ist unzufrieden, möchte alles neu machen, ihre Ernährung umstellen und so weiter und endlich irgendwie die üblichen 10 bis 15 Kilo loswerden und sagen, das gefällt mir hier alles nicht. Und das ist erstmal grundsätzlich cool, weil das heißt, bis dahin, also wahrscheinlich kommt dir das bekannt vor, auch wenn du dich selbstständig machen willst, bis dahin ist es ja schon ein weiter Weg. Das heißt, du hast überlegt, womit genau möchtest du dich selbstständig machen und was genau macht dir eigentlich Spaß? Was kannst du dir das vorstellen? Du hast wahrscheinlich dein Setting gecheckt, ob du das schaffst mit Kindern, dann deinen Arbeitsplatz. Du hast wahrscheinlich deinen Arbeitgeber gefragt und so weiter. Und dann ist der Moment, wo man das so outet und das anderen anfängt zu erzählen. Und dann ist die Frage, aus welchem Holz ist dein Umfeld gemacht? Ganz offen, wenn du ein super zuträgliches Umfeld hättest, dann wärst du vermutlich schon selbstständig, schon lange. Okay, dann sind um dich rum vermutlich super viele Selbstständige, für die das überhaupt gar kein Ding ist, sein eigenes Ding zu machen und permanent Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht so Standard sind. Okay, in der Regel ist das ja nicht der Fall. In der Regel sind wir in einem Setting, wo wir, keine Ahnung, wir haben Freunde, die haben alle die obligatorischen 1,3 Kinder. Wir haben vielleicht gerade, keine Ahnung, das Haus gebaut oder sind vor 10 Jahren in eins eingezogen, haben vielleicht auch ein paar finanzielle Schwierigkeiten bewältigen dürfen und stehen jetzt da und überlegen, okay, Vereinbarkeit ist irgendwie nicht so cool. Auch dazu habe ich eine große Erkenntnis gehabt im Urlaub. Auch für uns ist das immer noch eine Herausforderung. Es ist auch in Deutschland irgendwie nicht so leicht, das hinzubekommen. Und die Frage ist, wie wollen wir uns dem beruflich jetzt gegenüberstehen? Wie wollen wir überhaupt eine Chance haben, dass wir da jetzt am Ende nicht die bitterböse Rechnung bezahlen müssen im Sinne von entweder oder, also entweder Kinder oder Karriere und Altersabsicherung oder nichts davon. Das ist so ein Moment, wo du schon viel, viel Arbeit reingesteckt hast und dann sitzt du da und erklärst vielleicht beim Grillen oder am Samstagabend oder auf irgendeiner Feier, was du jetzt vorhast. Und dann passieren lustige Sachen. Okay, ganz offen, das ist ganz normal, dass das passiert. Es ist ganz normal, dass keiner sagt, wow, yes, endlich hast du es rausgefunden. Wir freuen uns voll für dich. Wo können wir dich unterstützen? Was willst du genau machen? Das ist wirklich, wirklich die Ausnahme. Das bedeutet aber auch, wenn du das hast, dann sei wirklich dankbar dafür. Ansonsten ist dein Umfeld in der Regel nicht besonders zuträglich. Lustigerweise passiert dann das, dass du mit dem Moment, wie du sagst, ich möchte aus der Situation, die wir alle gemeinsam als gut und richtig akzeptiert haben, ausbrechen, erklärst du den anderen, dass du die Situation, die sie für gut und richtig erklärt haben, nicht gut und richtig findest. Das ist der Grund, warum alle mit ihren Ängsten dann auf dich losgehen. Das ist alles. Es ist nicht mehr und auch nicht weniger. Und gleichzeitig triggert es natürlich auch deine eigenen Ängste. Und gleichzeitig hast du vielleicht auch die Befürchtung, dass das nicht klappen könnte, dass du nicht genug Geld verdienst, dass du vielleicht nicht genug Kunden findest, dass du selber nicht weißt, ob das klappt, dass das natürlich nicht besonders zuträglich ist, dann die Ängste der anderen jetzt auch noch zu hören. Aber das ist das, was es tut. Es gibt ein Bild, das nennt sich Mexican Crab. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Mexican Crab ist eine besondere Krabbenart. Die gibt es wirklich. Du kannst alle diese Krabben in einen Topf machen, um sie zu kochen. Jetzt sind wir und die Veganer, verzeiht mir dieses Beispiel. Sie alle zu kochen, da machst du sie rein und wenn eine Krabbe auch nur versucht, den Topf zu verlassen, werden alle anderen Krabben sie aktiv davon abhalten, hinterherkrabbeln und sie zurück in den Topf ziehen, auch wenn es den sicheren Tod bedeutet. Und so verhalten sich fast alle in unserem Umfeld. Das ist dahingehend begründet, dass wir zwei verschiedene Varianten haben, dem Leben gegenüberzustehen. 90% der Menschen leben problemabgewandt. Das heißt, sie haben wenig Interesse, Probleme zu entdecken, geschweige denn sie zu lösen, dafür eigene Möglichkeiten zu entwickeln und so weiter. Das ist einfach alles nicht ihre Art und Weise, dem Leben gegenüberzustehen. Die meisten wollen ihre Ruhe, wollen einfach, dass alles so bleibt, wie es ist oder dass nichts Schlimmes passiert. So, das sind die Aussagen, die in der Regel kommen. Es sind super allgemeine Plätze, aber das ist tatsächlich der Punkt und darauf kannst du es am Ende auch runterbrechen. Diese Menschen wollen sich nicht mit Problemen befassen, schon gar nicht mit Problemen, die nicht ihre eigenen sind. Und das wiederum ist aber die Voraussetzung, um ein vernünftiges Business zu gründen, weil das Business dreht sich darum, Lösungen zu entwickeln für Probleme, die größer sind als dein eigener Hintern. Und damit wissen wir, warum es so wenige Leute machen und warum es so wenige dann erfolgreich auf die Bühne bekommen. Das Wichtigste daran ist einfach, deswegen wollte ich dieses Video extra für dich machen dazu, dass du verstehst, dass dein Umfeld
dich liebt. Okay, die wollen am Ende nur, dass dir nichts Schlimmes passiert. Das ist der Punkt. Ganz offen unter uns gesprochen. Meine Mama fragt mich bis heute, wie es läuft. Und die einzige Antwort, die sie bekommt, ist, ich kann meine Krankenkasse bezahlen. Warum? Weil das das Einzige ist, was sie wissen will. Für sie ist es das, was zählt, die Frage, ob ich meine Krankenkasse bezahlen kann. Das heißt, die schlimmste Variante eines Selbstständigen für meine Ma ist jemand, der seine Versicherungen nicht mehr bezahlen kann. Kann man jetzt drüber streiten? Kann man drüber grinsen? Ich erzähle das, weil ich das lustig finde ein bisschen. Aber ich habe mich damit arrangiert. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, teilen wir auch nicht mehr miteinander, weil ich weiß, dass das ihr Angstspektrum komplett sprengen würde, was wir jeden Tag machen. Welche Entscheidungen wir jeden Tag treffen und welche Gefahren wir natürlich auch jeden Tag eingehen. Ohne Frage. Es ist nicht so, dass es gänzlich ungefährlich sei, selbstständig zu sein. Das ist nicht der Fall. Und gleichzeitig ist es so, die Frage, ob du das handeln kannst und ob das für dich, ob der Preis hoch genug ist, dass du sagst, ich gehe das Risiko. Das ist das Einzige, wo ihr euch unterscheidet. Also, die Menschen um dich herum werden sich verändern, beziehungsweise du wirst dich verändern und das wiederum wird andere Reaktionen bei den anderen hervorrufen. Das Gute ist, dass es völlig egal ist, wie du dich veränderst oder was genau du machst. Die Menschen um dich herum erzählen übrigens immer das Gleiche. Das kannst du gerne mal testen, wenn du verschiedene Themen, verschiedene Lebensbereiche angehst. Also ob du jetzt mehr Sport machst, ob du anfängst, keine Ahnung, Supplements zu nehmen, ob du anfängst, deine Ernährung umzustellen, ob du anfängst, dich selbstständig zu machen, völlig bums. Die Reaktion ist immer die gleiche. Und das wiederum gibt aber viel, viel Freiheit, weil du dann sagen kannst, du ganz ehrlich, ich kann ja machen, was ich will, weil also du stehst ja dem Leben so gegenüber, wie du willst und ich so, wie ich will. Und das ist okay. Wir dürfen uns trotzdem gerne haben und wir dürfen trotzdem Zeit miteinander verbringen und wir dürfen auch uns gegenseitig Zeit einräumen, den Standpunkt des anderen vielleicht erstmal zu erfassen und nicht sofort von Begeisterung auszugehen. Ich weiß natürlich, die Steigerung davon ist, dass euch die Leute anfangen, das auszureden, dass sie sagen, das ist Quatsch, mach das nicht, das ist zu gefährlich und so weiter, mach das nicht, du weißt gar nicht, auf was du dich einlässt. Ich habe damals, ich kenne jemanden, das ist der, bei dem war es richtig schlimm, okay? Kleines Beispiel, auch in diesem Ernährungskontext habe ich gehört, dass es mit so viel gesunder Ernährung, das macht keinen Sinn, weil man kennt ja schließlich jemanden persönlich, der alles richtig gemacht hat und der trotzdem Krebs bekommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr diese Beispiele kennt, das ist so lustig, weil es einfach nur untermauert, dass alles gut ist, so wie es jetzt ist. Also bitte bleib doch so, wie du jetzt bist. Und das ist das, was die Menschen bewahren wollen. Das ist alles. Sie mögen dich natürlich so, wie du bist und haben ein bisschen Angst vor der Veränderung, weil sie nicht wissen, was sie bekommen. Das ist es. Und das ist auch alles. Das bedeutet, dein Umfeld, ganz simpel, wenn du dich veränderst, wird dein Umfeld sich entweder mit dir verändern oder du wirst dein Umfeld ändern. Oder du wirst dich nicht verändern. Mehr Varianten gibt es nicht. Und das ist so ein bisschen der kleine Tod, warum ich denke, okay, wir sollten dieses Video unbedingt machen, den du für dich auch meistern darfst, ja, zu wissen, ich werde nicht alle mitnehmen. Nicht jeder kann verstehen, was ich hier mache. Nicht jeder kann und soll das auch für sich umsetzen. Ich entscheide das vor allem für mich. Ich entscheide das für mich, für meine Kinder, für meine Ehe und das war's. Das ist an Auswirkungsbewusstsein absolut ausreichend. Alle anderen dürfen gerne bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ihr seid für diese Menschen nicht verantwortlich, weder im ersten Schritt noch im zweiten. Und das ist was, wo ich lade dich herzlich ein, dich ja einfach nicht ablenken zu lassen davon und auch dich nicht abhalten zu lassen, weil Fakt ist, nochmal, testet das mit anderen Lebensbereichen und ihr werdet sehen, wow, so simpel also, ja. Und ich meine das überhaupt nicht despektierlich. Das ist nicht so, dass ich die Menschen nicht mag, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht das Ding. Ich sage einfach nur, wir haben unterschiedliche Varianten, Herausforderungen gegenüberzustehen. Und ich für meinen Teil sage, in der Selbstständigkeit macht es Sinn, wenn du dir Probleme wirklich anguckst, wenn du interessiert daran bist, langfristige und nachhaltige Lösungen dazu für zu entwickeln und wenn du dir nicht zu fein bist, vielleicht nicht sofort den Bonus einzukassieren, sondern eine längere Strecke brauchst, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du diese drei Sachen hast, dann ist alles cool. Wenn du das nicht hast, ist die Selbstständigkeit vielleicht nicht der richtige Move für dich. Das ist der Punkt. Und das ist ein super gutes Beispiel daran zu erkennen. Okay? Also, cool, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich mega. Ich habe super Lust, viele, viele coole YouTube-Videos zu machen. Ich habe echt viele Ideen gehabt. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben einige Ladies hier, die Videos gucken regelmäßig. Ich sehe euch, aber ihr habt den Kanal nicht abonniert. Das macht es für mich ein bisschen schwierig, euch immer wieder auch zu erreichen. Und die Chance, dass du das dann gezielt suchst, mein Name ist nicht der leichteste, das macht es ein bisschen kompliziert für dich und für mich. Also tu dir selber den Gefallen und abonniere mal den Kanal, dann wirst du immer informiert. Wir machen 2 Videos die Woche, easy going, alles auch in einem entspannten Zeitrahmen, sodass das gut für dich machbar ist. Und dann bleiben wir gemeinsam on track zum Thema Selbstständigkeit mit Kind und Kegel. Also ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.